So, moin moin. Tja, auch wenn es mir nicht gefällt. Mein Name ist Heinrich der Löwe und Crest hier, Crest lenkt die gerade ab. Ja, sicher. Schieß aber nicht auf meinen Arsch, du Racheengel. Sure. Er lenkt sie jetzt ab. Ich würde die trotzdem eliminieren, oder? Achtung, rechts von dir. Rechts ist links. Warum gehen die so langsam? Und tschüss. Und tschüss. So. Du hast sie abgelenkt, ich habe sie tot gelenkt. Rechts hat sie gesagt. Ich höre Schritte, wahrscheinlich von oben. Ich krieche mir nach oben und gucken wir mal, wie es von oben aussieht. Ach, hier ist noch einer von meinen Leuten. Hallo. Und da ist ein Feind. Geht noch höher. Welchen Zweck soll es haben, hier zu sein? Wollen die weitere Verluste oder was? Wir haben eine Dose, ne? Warte mal. Nein, falsche Taste. Ich hab doch die Dose genommen, verdammt. Na gut, da war nichts. Mein Fehler. Da brennt was, du Horst. Verdammt, das ist definitiv, als ob da was wäre. Was gibt es in der Fragalekugel? Oder durch nur den Markt. Die Stadt ist bereits schon weg für die Kugel. Aber die Piers sind noch da. Als der Fluss also sauberer wurde, begannen sie dort Handel zu treiben. Ich war auch was da. Was haben wir hier nur verloren? Sieht nicht so aus, als ob uns das Bewachen der Gegend mehr als nur Ärger bringen würde. Wo sonst? Das war mal eine Großstadt. Ein guter Ort für einen Markt. Nur haben die Banden ihn genommen. Daher ging unser Kapitän von dort weg. Zumindest jene, die noch lebten. Und wie sollen wir jetzt dorthin kommen? Das ist schon geklärt. Wir kaufen unsere Waren massenweise ein. Dafür bekommen wir unseren Diesel zum Sonderpreis. Dann fahren wir einfach den Fluss hoch, liefern denen, was auch immer sie aus dem Süden brauchen, laden deren Zeug ein und fahren wieder zurück. Leichtes Geld. Und wir müssen die Kähne nicht schleppen. Ich verstehe. Also gut, dann gehe ich mal. Geht klar, pass aber auf. Man müsste irgendwie auch die Leichen verstecken können, das wäre cool. Ah, es sind drei Mann gewesen. Na gut, drei Mann wären zu viel. Achtung, rechts von dir. Wo denn? Was denn? Was hackt der Holz? Oh, hier! Hier waren wir noch mal drin, oder? Scheint irgendwie so, dass wir hier mal waren. Keine Sorge, das wird schon. Die Zwerge sind schon wieder nah. Ach, und was dauert das dann so lange? Lass mich das machen.
Pass auf, rechts von dir. Da ist nix. Ah, vier Mann. Das wird... ist zu viel. Ich geh mal runter. Ah, links ist einer. Oh, hier sind gleich zwei. Kann ich den Generator ausmachen? Irgendwie nicht. Das ist wohl besser. Tod durch eine Kugel oder durch Langeweile. Ich würde mich für die Kugel entscheiden. Ich stell mal den Stuhl hin. Zwischen der Ladung sind schmale Lücken. Quetsch dich da durch. Oh, Schweine. Warum hab ich immer Wachdienst, wenn die anderen so viele Einsätze kriegen? Das Glück ist schon ein Miststück. Hm, da ist auch einer. Zwei. Das ganze Ding ist voll hier. Doch ein bisschen zu viele, um alle zu töten. Wo muss ich denn hin? Ah. Der guckt direkt in meine Richtung. Da links war gerade einer. War es noch einer? Komme ich hier weiter, verdammt. Hier hoch, da sehen mich doch gleich alle, wenn ich da hochkletter. Ups. Ups. Oh. Kalt. Ich sehe den Feind, Leute. Was? Feuer frei, er wurde entdeckt. Scheiße, ich wollte es so friedlich lösen. Schön ins Gesicht. Headshot. So. Wer sieht mich? Oh, wer ist Feind? Ich würde hier unterstützen. Ach komm. Ich schieß mir jetzt. Ich rette meine Freunde da alle. Einer weg, hab ihn ausgeschaltet.
Ah, warte, warte. Was ist das da bei der Kiste? Wow! Hinter mir! Scheiße! Alter! Hat eine Kugel! Und wo kam der gerade bitte? Ey, ihr habt meine Maske kaputt geschossen. Und ich hab die ganze Zeit meine Maske angehabt. Das ist ja doof. Die hätte ich gar nicht gebraucht, ha? So. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Schweinchen. Die Kerne sind klar. Zeigt die Brücke des Schleppschiffs zu erobern. Du hast dich ergeben. Kriege ich Waffen von dir? Ach, wenigstens hat er meine Kapitulation. Atjom, alle Händler sind neutralisiert. Oh. Verdammt, den haben wir es gezeigt. Zack, ja. Und schon liegen sie am Boden. Wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ja, Duke, du und Atjom wart echt toll. Hat einen Haufen unschuldiger Händler abgeknallt. Ihr verdient eine Medaille, vielleicht sogar jeder zwei. Ja, wäre schön gewesen, sie lebend gefangen zu nehmen. Naja. Die Kerne sind klar. Zeit, die Brücke des Schleppschiffs zu erobern. Aber das waren noch nicht alle? Dupidupidu. Nein, nicht die gute Waffe gegen die schlechte tauschen. Warte. Alles noch beim Alten. Wunderbar. Hab ich gerade eine Stimme gehört? Ah, ist bestimmt ein Kumpel, der mich irgendwie von irgendwas warnt. Aber ich sehe den nicht. Naja. Schade, hier hätten wir echt bei Nacht angreifen sollen. Einmal angehoben. Oh, ist gepanzert. So. Wo komme ich da rein? Ah, Captain. Nicht schießen! Nicht schießen, ich kann bezahlen! Die Waren, nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Ja. Gute Arbeit, Archon. Ja, ich weiß. Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Seid ihr bereit aufzubrechen? Zu spät, falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Archon, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Ja. Hau rein, Anna. Mach's gut, ich werde dich nicht vermissen.
Tschüss. Tschüss. Tschüss, Anna. Was denn gerade? Oh, die Leiche. Ist so runtergerutscht. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Ja. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Ja, okay. Du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Fanatiker. Ach, wieder die Fischköpfe. Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Mann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? Ja, klar, gerne. Wer da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch! Wir mussten den Kahn an Land bringen. Erster. Die Aurora begibt sich leise in Position. Wir sind dann bereit, auf euer Signal in Luft zu fliegen. Verstanden. Wir machen es schon. Genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Ich ja schon höre. Satans Sklaven, hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, habe ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so ganz unmenschlich, dieser Ketzer. Ich spreche davon, dass diese Katja und ihre letzten Brot in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sich später lediglich an den Ketzern gesehen. Meinst du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zartfisch sie verschlingen. Ja, sie denken doch nur als Augen, sie heilen. Weißt du, Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Frag die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der alte Simon hat nur kalte Füße gekriegt, das ist alles. Die ganzen Geschichten, dass man nicht gehen soll. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gewese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Mhm. Oh Gott, für einen Ketzer? Gott würde das allerdings gefallen. Dieser Simon. Und dann? Weißt du... Dann bekreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück zu den Dämonen. Dämonen, die haben manchmal alle Tassen im Schrank. Ah, ich versuche diesmal leise zu sein. Ich möchte nicht alle abschlachten. Das meine ich nicht, Junge. Du bist dämlich. Ich hätte sie direkt erledigen sollen. Was bringt es dir, das zu erklären? Du stehst nur rum und glotzt, während die Ketzer vielleicht an mir sind. Überall. Sieh dich um. Deine Augen sind noch jung. Und ruf, wenn du etwas siehst. Verstanden? Ich mach das schon alleine. Wie weit sind wir noch weg? Wir sind fast da.
Oh, hier ist der Fahrstuhl. Wo ist den Nutzen? Aber dann sehen mich doch bestimmt alle, oder? Dupidupidu. Artyom, ich bin fast am Ziel. Hast du dich da unten verlaufen? Nein. Ich hab schon mal ein paar ausgenockt, mein Freund. Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Das war keine gute Idee. Brannte zu Asche und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebte. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte. Einen okay. Des Namens Silantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch treu hingebt und satanische Technologie ablehnt. Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als Elend. Oh, ist das laut. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Ziel und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab. Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zartfisch durchgelassen. Also lasst uns die Ketten vor unserer Tür nicht fürchten. Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen, selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Am Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Sieh mal, alter Mann, wir sind nur auf der Durchreise. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder die Sau kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Verstanden? Wenn ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Oh oh. Was hat er? Artyom, was hast du gemacht? Nein, Duke, du! Volldampf voraus! Verstanden! Artyom, hau ab! Ich übernehme jetzt! Ich lass dich nicht zurück! Duke! Artyom, spring! Nein, Duke! Nein, Duke! Ach, Idiot! Wenn wir geschlichen wären und keinen getötet hätten, wären wir da besser durchgekommen? Hätte Duke überlebt? Wisst ihr das? Schreibt's in die Kommentare. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinem Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein.
Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. Ja, was nun? Atyam. Hallo, Anna. Wach auf, mein Schatz. Ist er schon auf? Ist sie älter geworden? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Was ist mit dir passiert? Du siehst so alt aus, gerade im Licht. Jetzt geht's wieder. Was Schminke alles bewirken kann. Es tut mir so leid wegen Duke. Er war doch noch ein Junge. Oder? Er hat mich ständig gefragt, wie er ein bestimmtes Mädchen auf sich aufmerksam machen könnte, was er ihr sagen sollte. Konnte es nicht erwarten, zu ihr zurückzukehren. Ganz stolz, voller Narben und Medaillen. Bleib noch ein Weilchen hier, Atyam. Ja gut, wenn Anna hier schon Platz macht. Ja, hallo, Anna. Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Atyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ja. Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe, die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flittereinsätze. Da streicheln wir sie nochmal. Aljoscha sagt allen, dass Duke gerade noch rechtzeitig von der Brücke gesprungen sein könnte. Den anderen geht es auch nicht schlecht, aber ich bin zusammengebrochen. Natürlich habe ich früher schon Freunde verloren. Duke war nicht auf den Tod aus. Er meldete sich für die gefährlichsten Einsätze als Freiwilliger, hat aber nicht erwartet zu sterben. Er hat zu Stepan, Papa und dir aufgeblickt. Zu dir ganz besonders. Und er ist doch nicht umsonst gestorben, oder? Er wollte, dass wir es zum Yamantau schaffen. Er wollte, dass wir ihn von Moskau erzählen, wie wir dort überlebt und nicht aufgegeben haben, wie wir uns schon so lange versteckt haben. Aber wenn ich mir vorstelle, du wärst es gewesen und ich hätte mir niemals sicher sein können, das hätte ich niemals ausgehalten. Ja, also man muss schon sagen... Meinst du, ich sollte alles rauslassen? Ich glaube nicht, dass ich mich dann besser fühlen würde. Doch, Anna, lass alles raus. Ich habe nachgedacht. Zu Hause haben wir unsere Freunde bestattet und sie gerecht. Zu Hause. Dieses Zuhause und das Leben dort waren Mist. Wir wurden dort mit Ketten festgehalten. Nein, noch schlimmer, mit Lügen. Und jetzt suchen wir ein neues Zuhause. Aber hier ist das Zuhause von anderen. Daher sind wir nicht erwünscht. Also gut, ich muss mich zusammenreißen. Los, Papa wollte etwas von dir. Na gut, dann genug gekuschelt. Darf ich jetzt was sagen, Anna? Danke. Ich wollte sagen, auch wenn wir jetzt hier nicht so also es gibt, die geben sich immer noch Mühe und nicht einfach nur, dass die Leute hier einfach einen Satz sagen, wie in den meisten Spielen. Und dem 50 Mal wiederholen. Sie haben schon ein paar mehr eingebaut. Das finde ich ganz gut. Ja. Die ist so cool. Zeig mal. Hier, Onkel Archie. Ah, hi, Archie. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm?
Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz. Es sieht aus wie eine Werkbank. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Ja, gern geschehen. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ja, ich hast weiß du recht. Ups. Nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dudes Schutzweste trug den Rückenschutz nicht mehr. Und er hat da nur einfach Witze gemacht. Was wollte ich? Ja, ja. Naja, von jetzt an werde ich hier arbeiten. Gut, ich glaube, bevor wir uns hier das hier weiter anschauen, machen wir mal einen Break, damit das Video nicht allzu lang wird. Und es sieht aus wie das vom Captain hier, von Miller wahrscheinlich, das Abteil. Ist natürlich super, wenn der Papa neben uns ist. Und der uns quasi dann immer, naja, egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.